Grüß euch von mir, Frau Thiemel. Heute wieder zu einem Thema, zum Thema Wellness. Hier seht ihr unsere Infrarotpaneele für die Sauna. Das sind ganz spezielle Paneele und los geht's. Ja, und jetzt sind wir da eigentlich in einer Sauna. Du hast ja vorher eigentlich eine klassische Sauna gehabt. Ja. Und heute machst du es mit zwei Saunapaneele, weil du ja ein bisschen eine höhere Temperatur haben wolltest. Wie geht's da damit? Ja, ist auch sehr, sehr angenehm. Ja. So ist eigentlich wie die große Infrarotkabine, die ihr in irgendwelchen Freibädern, Thermen oder so habt, ja. Ist hier eigentlich auch nicht anders. Ja. Und du brauchst jetzt keinen klassischen Saunaofen mehr. Ich meine, wer es mag, für den ist das sicher auch die richtige Lösung. Aber gerade meine Frau, die findet auch diese Infrarotwärme einfach angenehmer und merkt auch, dass ihr das wirklich gut tut. Mhm. Ja, so, also nicht nur vom Schwitzen her, sondern so vom Gesamten. Und jetzt klar, im Sommer gehen wir jetzt nicht so häufig rein, aber im Winter ist die eigentlich auch fast die ganze Zeit an. Und auch also ihr nutzt es auch viel, oder? Ja, wir nutzen es viel. Lasst ihr ihn im Winter durchlaufen oder wie machst du es? Nicht 100%, meistens schalte ich es ein bisschen runter, aber so, dass eigentlich eine Grundspeicherwärme da ist, dass wenn du es dann wieder hochschaltest, dann in einer Stunde oder irgendwas einfach reingehen kannst und du hast deine gewünschte Temperatur. Momentan haben wir nur 22 Grad, aber es ist anständig heiß. Ja, also ein Schautz hat es hier auch trotzdem nur 30 Grad von der Speicherwärme. Ja, perfekt. Genau, und so kannst du das im Winter auch ganz gut steuern. Ja. Und das Schöne ist, du bist jetzt auch nicht nach 10 Minuten komplett fertig mit einer normalen Sauna, sondern kannst hier auch ein bisschen länger drin bleiben und das einfach genießen. Ja, also sind wir auch, muss ich sagen, bin ich auch echt, echt froh, dass wir das noch gemacht haben. Super. Du merkst auch, dass eure Saunapaneele da auch ordentlich Power haben. Danke, das war eine kurze Frage. Was für Temperatur fährst du da drinnen in der Infrarotsauna? Also wenn man es da volle Power anschaltet, dann kriegst du über die Speicherwärme so mal an die 60 Grad. 60 Grad. Das hört sich jetzt für den Saunamenschen, der normale Sauna kennt, eigentlich nicht viel an, wird der sich denkt, ich bin immer bei 90, 95 Grad drin, aber du kannst jetzt 60 Grad Infrarot, glaube ich, nicht vergleichen mit irgendwie 60 Grad normaler Saunaofen. Aber das weißt du vielleicht besser. Nein, definitiv. Also ich bin selber gerne Saunagänger. Aber ich muss sagen, die Infrarotwärme ist eigentlich, mit weniger Wärme hast du viel mehr. Das ist ja auch bei der Heizung so. Ja. Also du brauchst weniger Temperatur. Und wenn ich 60 Grad Infrarotwärme her, das musst du erst einmal aushalten. Weil viele kenne, die halten die 40 nicht aus, weil es einfach der Körper darauf reagiert. Weil du die Wärme natürlich durch die Reflexion am ganzen Körper hast. Ja. Und damit reagiert der Körper natürlich auch damit, dass er halt auf der anderen Seite Vitamin D3 aufbaut und auf der anderen Seite massiv entgiftet. Und da brauche ich keine hohe Temperatur. Aber mit dem großen Unterschied, mit den Paneelen kann man riesengroße Räume bauen, also da kann man hunderte Quadratmeter auch Infrarotsauna bauen, was mit anderen gar nicht geht. Ja. Und das geht durch unsere Reichweite. Das ist unser Saunapanel in Weiß, schaut recht gut aus. Natürlich gibt es das jetzt auch natürlich in Rot, also wie man halt mag, oder natürlich auch in einem wunderschönen Blau, also wie der Geschmack das haben will, oder genauso heute auch in unserem Schwarz. Ja, bis demnächst zum Infrarot-Thema. Schaut in unser Gratis-App und der Infrarot-Thema einfach in jeden Store downloaden. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und zum Teilen. Danke, pfiat euch!